Ich freue mich, dass Jens Korsen hier ist. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Wir sprechen ja in diesem Webinar über, wie Beziehungen gelingen. Aber Sie meinen sicherlich nicht nur die schon von Ihnen angesprochenen Paarbeziehungen oder Eltern-Kind-Beziehungen, sondern vermutlich auch Chef, Mitarbeiter, Kollegen. Ja, selbstverständlich. Ja. Also es geht darum, dass man sich bezieht. Das macht man sich gar nicht so klar. Das Wort heißt ja Beziehung. Nicht? Also, dass man den anderen sieht. Ja, also, es gibt ganz viele Menschen, die ihre Partner oder ihre Mitarbeiter, ihre Kinder nicht wirklich sehen. Also in ihrem einzigartigen Thema. Sie beziehen sich immer nur auf ihre Vorstellung. Mhm. Das ist ja, also das ist schon ganz interessant, das Wort Vorstellung. Ich stelle meine Vorstellung vor die Realität, darum heißt es Vorstellung. Mhm. Nicht? Und es gibt ja dieses schöne Wort, du sollst ja kein Bildnis machen. Nicht? Und die meisten Eltern, wenn sie nicht aufpassen, haben eine Vorstellung, wie ihre Tochter, wie ihr Sohn zu sein hat und sehen aber nicht die Einzigartigkeit des Kindes. Sie beziehen sich nicht auf das Wesentliche beim Kind. Also wenn das Kind zum Beispiel künstlerisch begabt ist, schöpferisch, aber nicht so Macher ist und auch nicht so wild ist und auch sich nicht immer durchsetzen kann, dann muss ich den nicht unbedingt in einen Boxclub schicken und Yoga lernen. Nicht Yoga, sondern Karate. Sondern da wäre es wichtig, darauf loszulassen davon, der muss mal meine Firma übernehmen, der muss ein Macher sein, sondern ich glaube, man ist verpflichtet als Eltern, dem Kind gegenüber, dass das Kind keine Angst vorm Leben hat und dass es Freunde hat und dass es Freude hat an seinen Talenten. Aber das ist nicht so einfach. Aber wenn man sich das bewusst macht und sich wirklich bezieht auf den anderen, dann gelingt auch eine Eltern-Kind-Beziehung. Mhm. Und wie Sie ja schon mal erwähnt haben heute, dass man sich von den Erwartungen einfach lösen muss, dass eben nie, ja, in der Regel nie das genau, ja, eintreffen wird, was, ja, wir uns gerne wünschen. Ja, das ist eine Krux. Ich glaube, man lebt den ganzen Tag über, man könnte sich ja mal so einen Drücker besorgen und immer mal drauf drücken, wenn das Leben nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kommt die Straßenbahn nicht, dann verliere ich was, dann vergesse ich was, dann ruft mich einer nicht an. Ich glaube, es ist mehr die Regel, dass die Dinge nicht eintreffen, die ich mir vorgestellt habe. Man müsste sich eher umkehren und sagen, ich freue mich, wenn mal irgendwas so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das führt mich aber zu meinem Hauptthema der Verstimmung. Ein Mensch, der verstimmt ist, also der permanent in der Verstimmung ist, der immer meckert, der klagt, das blöde Leben, die Idioten, der Nachbar, mein Gott, so ein Volltrottel, ich bin blöd, der Stau ist blöd, alles ist blöd oder auch noch Scheiße, ja, das ist auch ein Lieblingswort. Ich glaube, das Wichtige für gelingende Beziehung ist es, dass man eine Ebene nach oben geht und sich mal beobachtet, ob es einem denn gelingt, eine gute Beziehung zum Leben aufzubauen. Wenn Sie das nicht schaffen, wenn Sie permanent blöder Stau sagen, wenn Sie permanent sagen, das gibt's doch nicht. Ich meine, das ist so komisch, dass Leute wirklich zu mir kommen und sagen, Herr Korsen, das gibt's nicht. Die haben mich ausgestellt, die haben mich rausgeschmissen. Und dann steht aber da, sie sollen nicht mehr kommen. Sag ich, das steht doch hier, das gibt es doch. Mhm. Und Leute machen sich fertig, weil sie immer gegen das Fließen sind, gegen das Stirb und Werde, was der Goethe mal so schön gesagt hat, wenn du das nicht hast, das Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und wenn das Menschen bereit wird, etwas philosophischer das Leben anzuschauen und einfach demütig dem Leben gegenüber sind und sagen, mei, das gehört eben zum Leben dazu, dass es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich natürlich auch eine bessere Beziehung führen, weil ich ja nicht in der Verstimmung bin und permanent mecker, mhm, über den blöden Stau. Und also wenn jetzt hier unsere Teilnehmer sich nur eine Sache merken könnten, dass sie sich vornehmen, nicht mehr zu klagen. Ja? Und das gibt eine ganz kleine Übung, aber immer wenn ich klage, blöder Stau, was ist denn das für eine Tussi oder mei, bin ich doof, da macht man nur ganz kurz so gibt es einen kleinen Klaps, hallo, ich habe gemerkt, dass ich mir jetzt schade, weil immer wenn ich klage, gibt es Stresshormone, das hat man festgestellt, jedes dagegen sein, das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, blöder Stau, erzeugt Stresshormone. Und wenn ich permanent Stresshormone habe, bin ich immer in Hab-Acht-Stellung, raufen, laufen und
Wie soll ich eine Beziehung führen, wenn ich permanent mich verfolgt fühle von Gemeinheiten und Unverschämtheiten? Und dann soll der andere mich in den Arm nehmen, aber der ist ja genauso verstimmt. Mhm. Mein Gott, also deshalb, wenn man eine gelingende Beziehung haben will, müsste man sich mit dem Sterb und Werde, mit dem alles fließt, befassen und müsste sich entscheiden, das Leben zu lieben. Und da sagen Leute immer, Herr Kosten, ich kann doch das Leben nicht lieben, gucken Sie sich mal an, die Tagesschau, das ist doch Wahnsinn. Sag ich, nein, ich meine doch nicht, was die Menschen daraus machen, aber man kann sich doch entscheiden, den Frühling zu lieben und den Sommer und den Winter, dass das... Das ist doch schön, dass nicht alles immer gleich ist, nicht so langweilig ist. Und dann kann man mal die Pflanzen angucken und die Tiere und was es alles gibt und die Wolken. Also das Leben an sich ist doch nicht so schlimm. Das ist das, was wir Menschen daraus machen. Also die erste Entscheidung für eine gelingende Beziehung ist, dass ich mich ganz bewusst in eine Haltung bringe und am besten es aufschreibe und sage, ich liebe das Leben. Auch wenn mir vieles nicht gefällt, aber ich bin fürs Leben. Aber was meinen Sie, wie viele Leute gegen das Leben sind? Mhm. Hören Sie doch mal zu, das gibt's doch nicht. Ja, ja. Und das Zweite ist, dass man dann sich entscheidet, sich selbst zu lieben. Es gibt Menschen, die immer enttäuscht sind in Liebesbeziehungen, weil sie sich nicht entschieden haben, sich zu lieben. Dann sagt einer, ja, aber ich, Herr Kosten, ich bin wirklich blöd. Nicht? Ich mache nur Mist. Nicht? Also ich kann mich doch nicht lieben. Ich habe sogar im Gefängnis gesessen. Also ich bin eine Flasche, ich bin ein Krimineller. Sag ich, nein, Sie haben sich ungünstig verhalten für die Gesetze. Aber wenn Sie sich nicht entscheiden, sich zu lieben, das ist eine meiner Lieblingserkenntnisse, dass Liebe eine Geisteshaltung ist und kein Gefühl. Ja, also wenn ich mich entscheide, auch wenn ich mich ungünstig verhalten habe und auch wenn ich im System nicht so funktioniere, ich entscheide mich als Gesamtpaket zu lieben und jetzt kommt es, und ich kann natürlich bestimmte Verhaltensweisen auf ein Ziel hin verbessern. Mhm. Ich kann mich schon, das ist ja der Selbstentwickler, der sagt, die Situation ist mein Coach, ich verzage nicht am Leben, sondern die Situation ist für mich wichtig, damit ich das nächste Mal was anderes mache, und das ist auch der Sinn. Also ich bin immer der Meinung, dass man ohne Sinn schlecht lebt. Ja. Und wenn man den Sinn hat, das ist mein Sinn ist, dass ich mich am Leben entwickeln will, so wie die Natur. Alles entwickelt sich und sprießt und irgendwann geht es wieder weg. Und dass ich einfach sage, ich benutze die wechselnden Situationen, auch meine Partner. Also nicht, ey du Partner, du bist ein Psychopath, sondern Partner, du bist mein Coach. Und ich wachse an dir. Also das, wenn man das in diesem Aspekt sieht, dass der Partner letztendlich da ist, um mich bewusst zu machen, um mir bewusst zu machen, wie ich denke, und er mir das spiegelt, dann ist das eine sehr schöne Entwicklung. Und dann ist es eben nicht so, dass man immer den anderen entwickeln will, sondern dass man seinen Partner bittet, könntest du mir helfen, mich zu entwickeln? Und der Perspektivwechsel, den Sie beschrieben haben, der bringt einem ja selbst auch was, dass man merkt, okay, es verändert sich auch meine Wahrnehmung von der Umwelt, ja, vom Partner. In dem Augenblick, wo ich nicht mehr gegen das Leben bin und nicht mehr immer ein Opfer bin und mich immer ohnmächtig fühle, bin ich ja viel souveräner, kann auch die anderen sein lassen und bin nicht immer beleidigt. Und in dem Augenblick, wo ich die Verantwortung übernehme für mich, kann ich bessere Beziehungen führen. Wir haben schon jede Menge Fragen geschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Sie können das selbstverständlich auch weiterhin tun, direkt an Jens Korsen. Hier zum Beispiel von Sunshine. Vielen Dank für die Frage. Was kann ich tun, um meine Beziehung auch mit Kind Nummer 2 spannend und aufrecht zu halten? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch sehr schwierig. Es hat sich ja gezeigt, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, das hat auch die Natur wohl so vorgesehen mit Brutpflege und so weiter, dass ganz, ganz viel Platz in ihrem Herzen durch das Kind eingenommen wird. Das ist häufig so, dass der Mann darunter leidet, auch vielleicht nicht immer so sagt, aber wenn er vorher 100% Aufmerksamkeit bekommen hat, bekommt er vielleicht nur noch 10%. Und beim zweiten Kind vielleicht nur 5%. Und daran kann eine Beziehung scheitern, weil die Männer sich dann zurückgesetzt fühlen, das auch irgendwo vielleicht auch nicht gut finden, dass sie die Kinder als Konkurrenz empfinden, weil die Kinder nehmen ihnen ja die Aufmerksamkeit weg. Also ich würde dieser Frau raten, also erstmal Kompliment, ich gucke jetzt mal Sie an, Anni, Kompliment, dass
sie überhaupt schon mal sich bewusst gemacht haben, dass das eine Gefahr ist für die Beziehung. Und ich kann Ihnen das nur empfehlen, wie ich es einem Ehepaar mal empfohlen habe vor vielen, vielen Jahren, dieselbe Fragen gestellt haben, dass man wirklich sich bemühen muss, mal einen Babysitter zu bekommen über die Eltern, Schwiegereltern. Das kann man schaffen, wenn man es unbedingt will. Und dass man sich vornimmt, mal 2 Tage was zu erleben, möglichst auch gemeinsame Abenteuer, also nicht nur am Strand liegen und jeder guckt in sein Handy oder ab und zu aufs Meer, sondern es kommt darauf an, dass man gemeinsames Erleben hat, manchmal sogar eher etwas Gefährliches, ne? Dass man den Bergsteigen macht und sich dann gegenseitig hilft oder dass man irgendetwas gemeinsam tut. Also dieses Paar damals, den habe ich geraten, sich in den Schlafsack zu legen, das haben die früher als Student gemacht, einen Schlafsack und ein bisschen Rotwein mit und eine Wurst und dann sich betrinken und im Schlafsack einschlafen und dann morgens um 4:30 aufwachen und dann in die Isar gehen bei uns in München und baden und allein so mal ganz alleine wieder auf sich beziehen, ich nenne das immer das Seelenband, nicht durchhängen zu lassen, sondern sich zu sehen, ja, das kann allein schon 2 Tage, kann das schon wieder helfen für ein paar Monate, dem anderen zu sagen, ich mag dich und sei mir nicht böse, wenn ich natürlich jetzt zu sehr auf die Kinder gucke, aber dass man sich das fast ritualisiert vornimmt, also 2-3 Monate, mal 2 Tage, gemeinsames Erleben. Das, was nicht viel bringt, ist psychologisieren, permanent zu problematisieren. Du bist narzisstisch, du bist beziehungsgestört, das bringt überhaupt nichts, das sind Entwertungen, sondern nicht so viel psychologisieren, auch nicht permanent Beziehungen besprechen, sondern was gemeinsam tun. Vielen Dank. Wir haben schon die nächste Frage, die kommt von Birgit. Vielen Dank dafür. Hallo Herr Korsen, heißt es hier. Seit 20 Jahren lebe ich allein ohne Beziehung. Obwohl ich den tiefen Wunsch nach einer Partnerschaft habe, strahle ich wohl ein Nichtwollen aus. Lange schon arbeite ich an meiner Selbstliebe und komme auch alleine sehr gut klar. Und jetzt die Frage, wie knacke ich diesen Widerspruch in mir? Ja, ich habe mit der Zeit der Erfahrung meiner Beratung gesehen, dass Persönlichkeitsentwicklung an sich Gehirnentwicklung ist. Man hat sich auf die Dauer, hat man sich daran gewöhnt, alleine zurechtzukommen. Das könnte manchmal auch ein Notprogramm sein. Man hat dann bestimmte Rituale und dann macht man das, dann schaut man die Serie an, dann füttert man seine Katze. Ja, also man kommt schon über die Runden, aber da ist immer so eine Sehnsucht da. Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen und es ist schöner, mit einem Menschen zusammenzuleben. Und es kann aber sein, dass jetzt hier die Fragestellerin vielleicht mal ein paar Beziehungen erlebt hat, die nicht so gut waren. Und dann hat das Gehirn, was ja eher auf Schutz drauf ist, ihr bestimmt, am besten lass dich nicht ein, ist zu gefährlich. Und um da wieder rauszukommen, ist es eine gute Methode, dass man sich vornimmt, ohne dass man ein Ziel hat, ohne dass man jetzt nach einem Partner sucht, das ist die Hölle, das ist furchtbar, sondern dass man sich vornimmt, heute bin ich freundlich, ich mache jetzt einen Tag Freundlichkeit. Ja? Das habe ich mit einmal gemacht, das hat fantastisch funktioniert, er hat sich hier ein F draufgeschrieben, Freundlichkeit, und dann ist er beim Einkaufen, bei Rewe, weiß ich noch, ja, dann hat er sich vorgenommen, die Verkäuferin anzulächeln. Ja, den ganzen Tag mal kleine Komplimente zu machen, mal was zu fragen. Also ich sehe dich, ne? Ich sehe dich. Mhm. Und das kann man wirklich trainieren. Vielleicht auch nur mal am Vormittag. Und dann kann man wieder, kein Sehen. Ja? Und dann kann man sagen, so jetzt mache ich mal das Nächste, dass ich sage, ich interessiere mich für die Geschichte anderer. Und dann hört man mal einen Tag nur zu, ach, erzählen Sie doch mal, wo war das? Ach, in der Lüneburger Heide sind Sie groß geworden, da bei den Heidschnucken. Und einfach zuhören. Einfach dem anderen einen Raum geben, erzähl doch mal was von dir, du interessierst mich. Ja? Das Dritte könnte man sagen, heute mache ich mal auf Gelassenheit. Also wenn mir mal was passiert, mein Gott, das gehört zum Leben dazu, das weiß ich doch, ich kann nicht alles bestimmen. Also ich bin jetzt mal demütig und nehme das mal an, ich bin gelassen. Oder Neugier, dass man sagt, heute ist der Tag von Neugier. Ja? Heute interessiert mich was. Heute will ich neue Leute sehen. Heute will ich mal woanders hingehen. Heute will ich mal was Neues erleben. Und wenn das die Fragestellerin macht, dann kommt sie ins Leben. Ja? Dann kommt sie wieder in die Schwingung und den Austausch mit anderen Leuten. Freundlichkeit, Neugier, Zuhören, Gelassenheit. Und darüber
wird sie einen Mann irgendwann kennenlernen. Aber nicht in ihrem Schneckenhaus, wo sie dann über die Straße schneckt, sozusagen, und eine andere Schnecke sie anspricht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also sich erstmal öffnen, also nicht immer die Liebe suchen, weil die meisten suchen immer die Liebe, besonders die, die etwas einsam sind, dass sie erlöst werden. Nein, das ist das Gemeine, dass der, dem es gut geht, der lernt Leute kennen. Mhm. Ja, das ist nicht so ganz gerecht, ne? Ist natürlich logisch. Ja. Ich erlebe ja häufig, dass die Partner sich gegenseitig beschuldigen und zu viel voneinander erwarten. Es geht in meinem Kurs darum, dass sie in eine Stimmung kommen, die es ihnen erlaubt, eine gelingende Beziehung zu führen. Und diese Stimmung bekommen sie, wenn sie sich verabschieden davon, dass ihr Partner all ihre Erwartungen erfüllen muss. Und wenn sie sich selber entwickeln, dann werden sie sehen, dass der andere sich vielleicht mitentwickelt, weil sie ja dann nicht immer sagen, du musst dich ändern. Sondern sie fangen bei sich an und dann fühlt er sich nicht mehr dominiert und aus dieser guten Stimmung heraus wird er sich vielleicht so verhalten, wie sie sich das vorstellen.